Heute mit Workout Nummer 34. Wir haben heute ein Tabata-Workout für euch, das heißt 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Intervall. Steffi zeigt euch wie immer die 5 Übungen. Und dann machen wir, nachdem ihr euch aufgewärmt habt, natürlich das Workout zusammen. Erste Übung, die wir heute haben, ist der Skater Jump. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Einmal. Das heißt, ähnlich wie beim Skaten macht ihr einen Sprung von links nach rechts, geht jeweils mit dem Arm nach unten, haltet den Rücken gerade. Alternative für die Anfänger ist, das Ganze ohne Sprung zu machen. Mal kurz überprüfen, ob es... Ja, Mikrofon ist an. Mikrofon ist an, Mikrofon ist an. Das heißt, ihr habt die erste Übung gehört. Zweite Übung, Bicycle Abs, die kennt ihr mittlerweile schon. Das heißt, ihr geht in die Ausgangsposition. Wir haben noch etwas Muskelkater vom Workout gestern, deswegen sind wir ein bisschen bewegungseingeschränkt heute. Macht auch nichts, weil wir haben ja noch andere Muskelgruppen, die nicht wehtun, die kann man ja noch trainieren. Bicycle Abs habt ihr gerade gesehen, die Übung kennt ihr schon. Alternative für die Anfänger ist einen normalen Crunch zu machen. Dritte Übung brauchen wir nicht zu zeigen. Oh, ein Sketch. Ja, Schwächeanfall. High Knees und Jump Rope. Steffi wird Jump Rope machen, ich wie immer High Knees. Vierte Übung haben wir heute Sandbag Squat. Viermal rechts, viermal links. Das heißt vier Runden rechts, vier Runden links. Wir machen das heute mit Sandbag auf der Schulter. Also vier Runden lang den Sandbag auf die linke Schulter und dann vier Runden lang den Sandbag auf die rechte Schulter und dann einen normalen Squat. Wie immer bei dieser Übung, Knie nicht vor die Fußspitzen bringen. So, und dann zum Schluss nochmal eine richtig intensive Cardio-Übung. Die haben wir auch erst einmal gemacht. Toe-Touches, dafür braucht ihr einen Stuhl. Wir nehmen hier unsere Plyo-Cubes und dann macht ihr einfach einen Wechselsprung. Also abwechselnd mit der Fußspitze auf den Plyo-Cube. Alternative für die Anfänger ist das Ganze ohne Sprung zu machen, das heißt einfach abwechselnd auf und, rauf und runter. Das war's. Wie immer beim Tabata machen wir die Übungen nacheinander, jede Übung 8 Mal, a 20 Sekunden und dann kommen wir auf unsere 20 Minuten Workout-Zeit. Wärmt euch jetzt wieder auf, wie gesagt, und dann machen wir das Workout gleich zusammen. So, der Timer ist gestellt. Wir fangen gleich an mit 10 Sekunden Pause und dann mit den Skater Jumps. Machst du hin? Mhm. Die Schönheit muss vor die Kamera. Ja, ich muss sagen. Ach, Holz. Es wird hart heute. Wenn du was machst, dann muss ich lachen hier hinten. Heute ist irgendwie der Wurf. Wie, was? Was brauch ich? Nicht so schnell machen. Was, nicht so schnell machen? Übung jetzt. Ich halte mich nicht durch. Halt mich durch. Da, ne? Keine Ahnung, drück von mir. Ich bin jetzt runter zu hin. Super. Das war die dritte Runde.
mal die Hälfte. Noch drei Runden. Letzte Runde. So, Skater, nee. Bicycle. Noch 7. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Drei. Noch 2 Runden.
Sonne. Heinies oder Jump Rope. Noch 5 Wir haben die Hälfte des Lockers. Letzte Runde. Sport. Welche Seite ihr anfangt, ist egal.
Erste Runde. Zweite Runde. Wie viel Gewicht hast du? Irgendwie was mit 10 Kilo. Nochmal wiegen. Ungefähr 10. Oder 11, irgendwas. Eine Runde noch, dann Seitenwechsel. Und noch die zweiten vier. Geht lang noch. Oder nicht? Was soll gehen? Geht langsam besser. Schmerz. Nee, mit der Tranigkeit. Ja. Noch drei Runden. Vielleicht auch nicht. Ja, aber ich bleibe. Stolpert dann. Ja. Vorletzte Runde. Letzte Runde. Ja! Und dann haben wir die Toe Touches. Ja. Sieben Runden noch. Wackeln. Oh.
5 Runden. Drei Runden. Die letzten zwei noch. Die letzten 20 Sekunden. Dann haben wir es gepackt. Das war Workout Nummer 34. Ihr habt gemerkt, dieses Mal Cardio-lastig, nachdem wir früher in der Woche schon etwas kraftintensivere gemacht haben. Das ist ein ganz guter Ausgleich. Für uns war es heute mega anstrengend. Wie gesagt, wir hatten von Workout 33 noch echten Muskelkater. Egal, wir haben es durchgezogen. Macht ihr das auch? Gebt was nur irgend möglich ist. Und dann habt ihr euch auch eure Tage Pause verdient. Macht's jetzt gut und wir hoffen, dass wir euch bei Workout Nummer 35 wiedersehen. Dann wie immer 1:50:10 Intervalltraining. Bis dann!